Hast du das Gerät im Trecker gekauft? Oder liegt das da? Also ich kann sie kaufen, wenn ich über deinen Hof reingehe. Häkchen sind alle drin. Ich kann ihm auch witzigerweise gar nicht den Lohnunternehmerstatus geben. Ach nee, da geht man ja. Nee, nee, auch. Ich bin auf der. Oder muss ich das mit dem Hof machen? Ach, da muss ich dafür im Trecker sitzen? Nee, ne? Nee. Nee, nee. Soll ich dir die kaufen? Weil ich bin jetzt gerade. Also, das wird ja noch von deinem Geld abgezogen. Weil bei mir, so, wenn ich es mache, geht's über deinen Hof. Warte, ich kaufe mal die für 25, ja? Bodeninformation kaufen, ja. 8700 kaufen. Klar. Soll ich für 41 auch gleich? Ist doch komisch, dass das bei dir nicht angezeigt wird. Schau, und jetzt ja, steht da unten direkt, was Sache ist. pH schlecht und ja, Stickstoff okay. Ja, du musst halt immer kalken und den bei Bodeninformation hast du ja Stickstoff, Ertrag, Saatstärke, Bodenarten und pH-Wert. Kannst du an den Pfeilen ja weiterklicken noch. pH-Wert gibt an, also ob du kalken musst oder nicht. Ja, ob er sauer ist oder nicht, ja. Genau, und Stickstoff, das Schöne ist, du düngst hier nur einmal. Also du musst nicht mehr so mit düngen und nochmal düngen und so, ne? Das brauchst du nicht, du düngst nur einmal. Das sind sie auch noch. Aber das machst du natürlich erst nach der Saat. Ist klar. Ja. Vor der Saat überdüngst du den Boden unter Umständen und ja, dann, ne? Aber kalken müsste eigentlich vorher gehen. Richtig. Kalken tust du natürlich vorher, ja. Und Mulchen nicht vergessen, das gehört jetzt dazu. Das kannst du dann, wenn du auf die normale Karte gehst. Normale Karte, ja. Dann hast du da bei dem Filter rechts, da kannst du unter dem Punkt Wachstum Bodenbeschaffenheit. Ja, so viel, tschüss. Sophie, was isst du denn? Was gibst du zu essen? Da siehst du dann, wo du gemulcht. Den Punkt. Und dann siehst du zum Beispiel, wie meine Felder, also Feld 40, das große im Süden von dir. Ja. Das ist halt lila, ne? Das ist gemulcht. Da sehe ich auch gerade, was hier der Helfer ganz schleunigst unterlassen sollte. Ui, Glück gehabt. Ui. Na, wollte ein Feld machen. So. Ja, das da ist für Heu nachher, das kann man jetzt nicht, das wäre jetzt blöd, wenn das jetzt mulchen würde. Ist mir was schuldig, dass ich dran gedacht habe. Das ist noch nicht abgeerntet. So. Also ich mache gerade einen Auftrag. Was sind da jetzt. Steine? Ach so, Steine habe ich bei dem einen, bei dem anderen Feld auch. Ja, wunderbar, die kannst du, also wenn es abgeerntet ist, das eine Feld, das kannst du ja erstmal fügen. Ne? Ja, ich muss erstmal alles kaufen jetzt. Aber dem anderen musst du erstmal warten, bis er abgeerntet ist. Warte mal hier, erstmal hier. Erstmal hier. Und hier drauf, wenn du eine Saatmaschine nimmst mit Dünger, ne, das geht auch. Und Gruber geht auch. Also, Gruber, Dünger, eindeutig. Hier, heute um. Warum wollen wir mit dem Ding da arbeiten? Bitte. Und kreativ, danke für dein Lurk. Groß. Und Feldhexter. Achso, ist das vielleicht auf 8. Guck mal, Mulcher. So, also ich brauche einen Mulcher. Ich bin 4,2,3. 3 Meter. Schreibe, was ist die Schulter? Boah, das kannst du gar nicht auflisten. Das kannst du nicht bezahlen. Komm. Dann brauche ich ein. Also, ich habe dir bei mir zum Beispiel auch Lohnunternehmerstatus schon gesetzt. Also, gewisse Sachen kannst du dir auch ausleihen. Bei uns sozusagen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kalker, ne? Sowas haben wir. Kalker, Düngerstreuer.
Nee, ich hole mir jetzt nur einen Mulcher. Mulcher und eine Flug oder ein Grubber wollte ich mir jetzt noch holen. Flug hat da schon schön reingemoddet zum hinten hängen, der quer ist und nicht so längs. Ganz cool. Können wir gleich mit Sämaschine irgendwas haben, mal gucken. Ja, Sämaschine habe ich auch erst falsch gehabt. Musst du die zu groß. Ja, von Kuhn HR 46. Wo dann explizit da steht, Grubbern und dann unten auf die Symbole dünn und Einsatz gucken. Shiny, danke für den Lurk. Aua, am Bein. Ja, aber ist alt, zum ne? Zum Schneider sitzt in meinem Schreibtischstuhl. Oh, was, das geht gar nicht. Ich will gar nicht mehr rauskommen. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Gerade nach der Maschine ausgeliehen, übrigens, so. Für den Auftrag. Ja, aber ich hab. Aber ich hab gar keinen Transporter dafür. Für die Ballen. Okay. Das sind noch keine Rundballen, ne? Aber ich hab doch gar nichts mehr für Ballen gerade. Also nee, ich hab ja alles. Unter 1000 Euro mehr ausleihen können. Mit dem Xerion und einer richtig derbe Maschine, fette Quadrant. Das ist unglaublich, deswegen dachte ich so, vielleicht muss jemand gerade noch mähen. Achso, das lief. Ja, ja. Lief über den Auftrag. Auftrag. Mhm. Und solange man den Auftrag nicht abschließt, hat man ja die Geräte. Also. Und man zahlt ja keine Miete oder so dafür. Ja. Also bis auf diese einmalige und 862 Euro. Ist doch was? Du brauchst den Auftrag ja nie abgeben, hast du die Geräte immer. Bitte? Wenn du den Auftrag nie abgibst, hast du die immer oder was? Ja. Ja und nein, ja. Also ich hab's noch nie ausprobiert, sie wirklich lange. Also das. Weiß nicht, wie lange das hält. Ob wenn man sich ausloggt, ob sie dann wirklich noch drin sind beim nächsten Mal, weiß ich nicht. Aber war das nicht so, dass die monatlich, also wenn der Monat rum ist, ein Tag rum ist, wieder abbuchen? Ja, nee, das ist ja ein Auftrag. Und da zahlst du ja dann nicht täglich Miete oder so, sondern du zahlst ja einmalig diese Summe, die dann von deinem Auftragsgeld abgezogen wird. Und das waren jetzt 16.000 Taler und er hätte gerne 860 für diese geilen Fahrzeuge. Also, ne? Aber wenn ich mir ein Fahrzeug miete, dann zieht er das täglich ab, ne? Ja. Mhm. Mhm. Na gut, musst du denn halt nur den Auftrag machen noch. Irgendwann. Ja, ich mach den Auftrag ja, den mache ich ja auch zuerst sozusagen zu Ende. Ne, mit allen Gerätschaften und so. Und dann sind die Geräte halt frei. Mhm. Solange ich den nicht abschließe, sind die Geräte ja auf der Karte. Oder kommst mal kurz mit dem Trecker, wenn du eh hier in Richtung Stadt oder so unterwegs bist, kommst du mal kurz bei Feld 35, bin ich gerade, vorbei und guckst du das an. Okay. Ja gut, das dauert noch ein bisschen. Oder, ich gucke mal. Machst du denn da überhaupt gerade Mulchen oder was ist das? Ich kann das nicht erkennen. Okay. Immer noch Mulchen. An sich ist es albern, was ich hier gerade mache, stelle ich fest. Ich sollte mal so arbeiten wie der Helfer. Also es passt glaube ich eigentlich perfekt, wenn das Feld irgendwann fertig ist, dann ist irgendein anderes Feld zum Ernten wieder fertig.
Und das. Oh, man sollte auch den Sammler runter machen. Hab ich gehört. Oh. Nee. Das hat Papa nicht gemacht. Hat mir mal jemand gesagt, sollte man machen. Das ist mal eine Ballenpresse, ey. Was für eine Geschwindigkeit. 17 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Ich glaube, habe ich aber auch. Ja. Also bei der Art, wenn man richtig große Wiesen hat, also ich finde die Wiesen noch nicht groß genug. Aber in Gnadental habe ich zum Beispiel eine Wiese, die ist so riesig. Da habe ich. Naja, ich sag mal, als Anfänger ist das okay. Und fährst halt so lange geradeaus, dass ich mich entschieden habe, die Ballenpresse schneller zu machen. Wenn du doch ein großes, wenn du jetzt beispielsweise doch, also nachts, 0 Uhr, verändert sich doch das Wachstum, ne? Was ist, wenn ich jetzt hier sehe und mache die Hälfte vor 12 und die andere Hälfte ist so nach 12? Halbe, ist ja, vom Wachstumsstatus. Das ist, meine, das ist ja ganz geil, wenn die Zeit schneller läuft, aber da halt musst du drunter stellen. Also wenn du es nicht schaffst, ist scheiße. Naja, also wenn jetzt, sag ich mal, aktuell die Zeit schneller laufen würde, dann wäre zu viel fertig, glaube ich. Wo ist denn jetzt hier meine fucking Mulchmaschine? Shop wahrscheinlich. Also nicht ja, nur vorne, welche ist hinten? Welche? Das ist die Frage, weil da so viel steht. Ich hatte gehofft, ich schaff's zeitlich. Ich nehme jetzt einfach mal eben Kiras Trecker, weil der steht hier hinten beim Verkauf. Das kann ich mir gut merken. Fahr mal kurz zum Shop. Nur kurz anklicken. Stimmt, wenn man sie anguckt, stehen die Namen dran, die Besitzer, hast recht. Ach ja, die schwarze ist meine. Alles klar. Und ich kann hier vorne anklemmen. Also pinkeln. Jawohl. So. Das ist auch eine geile Kombi. Gleiche Breite beide Geräte oder was? Nee, nicht ganz. Scheiße. Aber nice, egal, coole jetzt. Kombi, gute Idee. Fahren wir jetzt mal zurück. Jetzt habe ich ein Stück vergessen zu mögen. Jetzt habe ich auch keinen Bock nochmal zurück zu eiern. Jetzt bleibt das so. Den brauche ich gleich. Stell ich mal kurz an. Ah, hätte ich auch vielleicht gleich Saat kaufen sollen, nicht Ochse. Kannst du über die Multifruchtstation? Ja, macht ja nichts. Gut, dann baust du dir so eine fährst du erstmal zu deinem Hof da hoch und dann kannst du dir eine Einkaufsstation dahin bauen. Ja, die ist ja nicht teuer. So, wie teuer ist hier so ein Moped? Im Prinzip lasse ich das einfach an dem Trecker dran. Das stört ja gar nicht, weil Kira ja heute gar nicht reinkommt. Aber es ist weg vom Shop, das Zeug. Und wenn der Auftrag abgeschlossen wird, dann sind die Geräte ja sowieso futsch. So. Ab zum Händler. So, was läuft da ab? Da vorne? Nee. So. Ja, der Trecker ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Der beschleunigt ziemlich gut. Ja. Pauschal sage ich einfach mal nein.
falsch. Aus. Fuck, welchen Knopf habe ich denn gedrückt? Ach da. Brumm, brumm, brumm. Jetzt gemacht. Ah, das Licht. Nicht drauf. Nein. Da muss ich ja dann wahrscheinlich wieder auf. Dingy. Oh, Sonntag gibt's Currywurstsuppe bei mir. Currywurstsuppe? Was ist das? Ja. Also die Currywurst ist jetzt nicht püriert oder so, ne? Das ist einfach eine Suppe mit Currywurst drin, Zwiebel, Paprika. Hä, aber und dann dazu Reis. Wie eine Currywurst. Ne, du Currywurst klein schneiden. Die Currywurst und die kommt dann in die Suppe rein. Nee. Noch nie gehört? Ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen, weil so eine Currywurst ist für mich halt eine Bratwurst, die man schneid die klein. Currypulver oder und Currysoße drauf, am besten hausgemacht. Das kommt alles in den Topf und dann wird da eine Suppe draus. Mit Brühe halt auch noch, ne? Dann noch so rein. Paprika, Zwiebeln, Gewürze natürlich. Und dann mit Reis. Da soll noch einen Becher Sahne vielleicht mit dran machen. So quasi, ja, man kann auch Curry King, aber Curry King ist jetzt, ja, nee. Du machst schon mit Curry Ketchup, also diesen ganzen, also das kommt alles mit da rein. Passierte Tomaten kommen da auch rein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Mach ich schicke ein Foto in Discord. Dann. Ich kaufe gleich diesen 8,5 Meter Flug. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Kann ich die Ansicht ändern? Mit C. Auf C. Gibt es noch andere Ansichten eigentlich? Nicht ohne Mod. Ja, okay, das war mir fast klar. Mal ganz kurz, was haben wir denn? Yo, wir haben ja die schöne Mod installiert, wenn du Alt und 1 drückst, dann verschwindet ja der HUD, wenn man Screenshots machen möchte oder so. Dann finden ist das halt ein schönes Ding. Warum hast du kein Screenshot gemacht von dem Desaster mit dem vergessen. Mit dem Drescher? Habe ich. Ah, nee, jetzt muss ich die Feldspritze ja an den anderen Trecker machen. Okay, na egal. Jawohl. Hast du noch eine Kalkspritze, die leer ist? Kopf. Die leer ist, also ich habe oben eine große Spritze stehen. Ich weiß aber nicht, was da drin ist gerade. So, wie konnte ich denn jetzt hier nochmal. Sachen auf. Ich düge mal und dann komme ich mal vorbei. Hier unter. Ja, ich wollte doch diese scheiß Saat kaufen. Dann kauft ihr Multisilo, das kostet, was war das? 2000 Euro. Genau, dann.
Drückst du wieder Shift und P? Ach, Shift P, Moment. Oh, du bist Shift hinter P. mir. Ja. Ich dachte gerade, was ist denn das Grüne? Warum habe ich denn jetzt grünen Anhänger? Da drunter ist Container. Was? Also Hallen, Silos, wieder Container und dann ganz, ganz hinten gibt es eine Mod, die heißt Multifrucht-Einkaufsstation. Ach da. Ja. Genau. Und wenn du einen Gegenstand platzierst und der Untergrund ist schräg, dann musst du halt aufpassen. Standardmäßig sagt er dir dann eine rote Warnung, dass das auch überlappt und so. Und die Kosten steigen dann, weil er den Boden bearbeiten muss. Ah, okay. Das hat ihm gekippt. Du kannst das auch vorher mit dem Boden bearbeiten machen, weil dann hast du nicht so das Problem, dass du nachher dann nicht mit dem Trecker vernünftig drankommst und so, ne? Dass du vorher den Boden ein bisschen glättest, auf eine Höhe bringst mit einer gewissen Ebene und dann das Ding platzierst. Meistens sinnvoller. Warte mal. Ich komm mal zu dir, ich bin auch gerade im Baumenü. Komm ich zu dir. Zack, zack, zack. Was ist das? Ah, steht schon. Ja, müsste passen so. Ja, aber da siehst du dann zum Beispiel dahinter, ne, hat das Spiel dann so eine Kante gemacht, ne? Das ist schön auf die Höhe gebracht. Oder hast du das so gemacht? Auf die Höhe gebracht, meine ich. Ne, das haben wir jetzt, aber also es hat ja 2,5 gekostet und ich habe 2501 bezahlt. Kann sein, dass es jetzt auf ein Klötzchen da angepasst hat. Ja, schön, genau. Und das ist jetzt sehr gut. Ja, ja gut so. Wow. Da kannst du jetzt drunter fahren mit deiner Maschine und dann das Saatgut da kaufen. Sehr gut. Schau mal hin jetzt mit meinem kleinen Panzer hier.